Ich hab doch wenig Geld. Der Mangel ist doch real. Das erfinde ich doch nicht. Hab doch die Schulden. Die drücken mich doch. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7 Jahresclubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Arme Menschen und auch Mittelschicht denken, Geld sei begrenzt. Wenn du auch glaubst, dass Geld begrenzt ist, dann lebst du in einer Welt des Mangels. Reiche haben etwas Wichtiges erkannt. Geld ist unbegrenzt vorhanden. Unbegrenzt. Es ist natürlich klar, wenn du dauernd zu wenig Geld hast und deiner Geldbörse reinguckst und da ist nicht viel drin, ja, dann glaubst du automatisch, dass Geld begrenzter ist. Oder zumindest glaubst du viel schneller daran. Ist ja auch logisch. Dann hast du sehr viel schneller dieses Mangeldenken. Und das ist die Krux an der Situation. Wenn wir eigentlich schon an Überfluss glauben müssten, um möglichst schnell reich zu werden, wären wir ständig mit Mangel konfrontiert. Ich verstehe das, weil ich es selber erlebt habe. Ich konnte früher, als ich pleite war, mit 26 Jahren, nicht einfach an Überfluss glauben. Mein Coach wollte mir das beibringen, ich soll jetzt an Überfluss glauben. Aber wenn ich, wie gesagt, in mein Portemonnaie geguckt habe, dann habe ich alles gesehen, nur keinen Überfluss. Ich hatte maximal einen Überfluss an Schulden, aber ganz sicher nicht an Guthaben. Ich war so böse verschuldet, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und wenn du nachts schweißnass aufwachst, und nicht mehr schlafen kannst vor Kummer. Und weil du dich schämst, weil du, ich hatte geheiratet, meiner Frau ein besseres Leben bereiten wollte und ich habe es nicht geschafft. Und mich als Versager gefühlt habe. Und ich wusste, wie lange wir noch in der Bude bleiben konnten, bis wir rausgeschmissen werden. Weil man uns das Auto wegnimmt, weil ich die Raten nicht bezahlt habe. So wie ich die Miete nicht bezahlen konnte. Wenn du solche Probleme hast und dann sagt jemand, hey, du musst Überflussdenker sein. Ist das fast unmöglich. Aber zum Glück nur fast unmöglich. Weißt du, wie du dann trotzdem an Überfluss anfangen kannst zu glauben, obwohl du so viel Mangel in deinem Leben hast? Indem du dich, erster Weg, mit reichen Menschen umgibst. Und das war am Anfang nur mein Coach. Andere Reiche kannte ich nicht. Oder ich hatte zumindest keinen Kontakt zu ihnen. Bei ihm aber, bei meinem Coach, ging alles spielerisch. Die Menschen mochten ihn, hatte Spaß an der Arbeit, er war unfassbar frei und er war sehr, sehr liebenswert. Und er sagte mir ständig irgendwelche weisen Dinge. Zum Beispiel, wenn du in einer Welt aus Angst und Mangel lebst, dann ist Geld für dich sehr schwer zu verdienen und auch sehr schwer zu behalten. Ich habe ihn dann gefragt, ja, aber ich habe doch wenig Geld. Der Mangel ist doch real, das erfinde ich doch nicht, hab doch die Schulden, die drücken mich doch. Und er antwortete mir, Geld fließt durch die Ideen, die wir haben. Und da du unbegrenzt Ideen hast, hast du auch unbegrenzt Geld. Habe ich nicht sofort verstanden, aber es hat so langsam angefangen durchzusickern. Weißt du, ich will jetzt hier keinen Vortrag über Ökonomie halten. Aber wenn du dir heute anschaust, wie Geld geschaffen wird, dann muss da keiner mehr Geld drucken. Da muss keiner die Druckerpresse anschmeißen. Das allermeiste Geld wird einfach dadurch geschaffen, dass irgendjemand Zahlen in einen Computer getippt hat. Tick, tick. Klar, dafür gibt es Regeln. Die Nationalbanken, die Europäische Zentralbank müssen bestimmte Regeln einhalten. Aber im Grunde genommen schaffen wir einfach Geld, indem wir ein paar neue Zahlen in den Computer schreiben. So wie in der Corona-Krise die Regierung entschieden hat, ungefähr eine Billion, das sind 1000 Milliarden, Geld rauszugeben, was vorher nicht da war. Klick, 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 klick. Und dann hast du eine Billion, ein paar Nullen mehr. Und selbst Bargeld wird einfach aus dem Nichts geschaffen. Deswegen heißt das auch Fiat-Geld. Von es werde, es wird geschaffen. Geld wird geschaffen, Fiat-Geld. Da wird Papier genommen, das musst du dir vorstellen, Papier und es wird bedruckt. Und dann hast du Geld. Da werden noch ein paar Sicherheitsmerkmale eingebaut, schon alles klar, damit man es nicht fälschen kann oder nicht so leicht fälschen kann. Schon hast du neues Geld. Nimm Immobilien. 90% aller Reichen haben sehr viel ihres Geldes in Immobilien investiert. Und wie verdienst du Geld mit Immobilien?
Damit du verstehst, dass du aus dem Nichts etwas schaffen kannst, nämlich dieses Beispiel mit Immobilien. Wie verdienst du Geld mit Immobilien? Du kaufst ein Haus, eine Wohnung und das meiste auf Kredit, wenn du willst. Und jetzt vermietest du es. Den Kredit musst du natürlich zurückbezahlen, aber das machst du mit der Miete, die du einnimmst, wenn du die Wohnung schlau kaufst, die Immobilie schlau kaufst. Dann sagst du vielleicht, hey, wenn das so einfach ginge, dann wäre ich sofort dabei. Aber ich kriege ja keinen Kredit und ich kriege keine Wohnung, wo diese Rechnung aufgeht. Bodo, wo lebst du eigentlich? Stimmt. Es gibt kaum noch eine Wohnung, die sich lohnt zu kaufen. Vergiss es alles, was ich gesagt habe, oder? Und auch schon gar kein Haus oder Grundstücke. Ich sag dir was. Trotzdem verdienen Reiche gerade jetzt mit Immobilien unfassbar viel Geld. Mit Immobilien, die sie jetzt kaufen. Auch jetzt und gerade jetzt. Nochmal, auch mit neuen Immobilien, die sie neu kaufen. Ich kenne einige Leute, die viele hundert Immobilien haben. Die können das. Und weißt du warum? Weil sie gelernt haben, wie das geht. Weil sie es gelernt haben. Du kannst dir nicht 30 Wohnungen angucken und dann sagen, nee, funktioniert alles nicht. Du musst dir auch mal 300 Wohnungen angucken. Vielleicht 1000 Wohnungen. Oh, das hat ja was mit Arbeit zu tun. Aber weißt du, was der Ausschlag war? Warum diese Reichen, die am Anfang ja gar nicht reich waren, warum die das gemacht haben? Die glauben an Überfluss. Die glauben nicht an Mangel, die glauben an Überfluss. Die glauben, dass die, wenn sie oft genug gucken, ihre Chance finden. Und wenn du nämlich denkst, ich kriege überhaupt keine gute Wohnung mehr, weil alles viel zu teuer ist, dann hast du recht, aber eben nicht für jede Wohnung. Aber dann hast du vor allen Dingen ein Mangeldenken. Und dann wirst du dieses Denken überall bestätigt finden. Stimmt ja auch, die meisten Wohnungen sind im Moment viel zu teuer. Die meisten Häuser auch. Aber ich weiß von Menschen nochmal, die viele, viele hundert Millionen besitzen, die im Moment im großen Stil Wohnungen kaufen, weil sie Überflussdenker sind. Erkennen die Gelegenheiten, die haben es aber auch gelernt. Die suchen nach ihnen, die haben das Netzwerk und sie finden sie dann auch. Und was sagen jetzt die Mangeldenker über solche Reichen? Hahaha, die sind ja gierig, die sind materialistisch, die sind brutal, Ellenbogen, rücksichtslos, die klauen mir auch noch die letzten Wohnungen. Ich kenne sehr viele Reiche. Und es stimmt, einige von denen willst du nicht wirklich in deiner Nähe haben. Aber es sind wirklich wenige. Weit über 95% aller Reichen, die ich kennengelernt habe, gehören zu den liebenswertesten, zu den mitfühlendsten, zu den hilfsbereitesten und den freundlichsten Menschen, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und wenn du meinen alten Coach kennenlernen würdest, würde das dein Bild über Reiche sofort verändern. Der war und ist der hilfsbereiteste, liebenswerteste, großherzigste und freundlichste Mensch, den du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Es war unmöglich, in seiner Gegenwart schlechte Laune zu haben. Bitte denk mal drüber nach. Glaubst du, dass es einen unendlichen Überfluss gibt? Oder glaubst du, dass alles begrenzt ist? So ganz tief in dir hast du jetzt eine Antwort. Wenn du an Begrenzung glaubst, umgib dich bitte unbedingt mit Menschen, die Überflussdenker sind, damit du dagegen steuern kannst. Und solange du Mangeldenker bist, wirst du nämlich diesen Mangel überall bestätigt finden. Wir gucken ja immer nach dem, was wir glauben, wie die Welt ist, und wir finden es dann auch bestätigt. Das geht aber genauso für Überfluss. Wenn du glaubst, da ist Überfluss, findest du den überall bestätigt. Denn das, was du glaubst, das ziehst du auch an. Wenn du also Überflussdenker bist, siehst du überall Chancen, du siehst überall Möglichkeiten. Du bist viel, viel glücklicher, als wenn du ein Mangeldenker bist. Meine Aufforderung an dich, umgib dich mit Menschen, die Überflussdenker sind. Und solange du sie noch nicht kennenlernst, lies ihre Biografien. Lies ihre Bücher und werde mit allem, was du kannst, zu einem Überflussdenker. Ganz kritisches Wort. Kann ich belegen, dass es eine Welt des Überflusses ist und keine Welt des Mangels? Kann ich nicht. Letztendlich ist beides ein Glaube. Aber eins kann ich dir belegen. Wenn du an Überfluss glaubst, hast du ein viel, viel schöneres Leben. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Da bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.